Radis Erben, der Löwen-Podcast, der Spieltagsrückblick. Radis Erben, der Löwen-Podcast, hallo und herzlich willkommen, schön, dass ihr mit dabei seid. Ein Tag nach dem 0:1 beim Aufsteiger SSV Ulm. Ja, 60 München hat verloren. Ich muss sagen, ich kann mittlerweile tatsächlich wieder grinsen und lachen, weil gestern waren mir alle möglichen Nerven eingefroren, was ich da so gesehen habe. Ich mache es ja nicht so oft, dass ich über 60 München meine Meinung online in sozialen Netzwerken teile. Gestern habe ich es tatsächlich dann wieder mal gemacht und heute gab es eine Antwort. Ich muss euch das zitieren, Freunde, weil es ist einfach so unfassbar, es ist wirklich witzig, wenn es nicht so traurig wäre. So sieht man mal, welche unterschiedlichen Ansichten es gibt. Da hat ein User, den ich jetzt nicht näher nenne, gepostet, von 2017 bis 2022 ging es nur konstant aufwärts. Meisterschaft in der Regionalliga Bayern. Okay, war eigentlich Pflicht, trotzdem geil. Aufstieg gegen Saarbrücken mit sehr viel Glück. Klassenerhalt auf Platz 11, erneut Klassenerhalt auf Platz 8. Dann zweimal rangeschnuppert am Aufstieg. Punkt, 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 Punkt. Er schreibt dann irgendwann, bei Herrn Fischbeck ist es halt immer die gleiche Platte der Unzufriedenheit. Das schreibt er dann noch, allerdings behindern die finanziellen Altlasten der KGA eine langfristige Planung für mehr. Also das ist dann quasi so ein Kollege mit der Meinung, dass man dann sozusagen 2080 dann wahrscheinlich gesundet ist und dann ja vielleicht wieder mal einen Angriff in Sachen zweite Liga wagen kann. Das ist nicht meine Ansicht und das, glaube ich, ist auch nicht Ollis Ansicht. Der ist mittlerweile auch geflüchtet, weil er das ganze Elend nicht mehr erträgt. Olli, wie geht's dir einen Tag danach? Ja, wie geht's mir einen Tag danach? Also ich muss da erstmal entgegenhalten, was du da gerade vorgelesen hast. Also 8.500 Auswärtsfans in Ulm, ja, also das hat eigentlich nichts mit dritte Liga zu tun, sondern eher mit Bundesliga, und das sollte eigentlich auch der Anspruch irgendwann wieder von 60 München sein, und dass es natürlich so Geister gibt im Löwenkosmos, ist es auch klar, es ist aber beängstigend für mich jetzt auch, wenn man glaubt, dass man aus der Regionalliga in die dritte Liga aufsteigt und sich da drin hält, und für mich ist ein vierter Platz ist auch ein Misserfolg, das muss ich so deutlich sagen, das habe ich auch schon mehrmals betont in den letzten Jahren, es ist so, wie wenn man im kleinen Finale eben nur Dritter wird, ja, es ist selbst ein zweiter Platz, war früher bei 60 München ein Misserfolg in der drittklassigen Bayernliga, und das ist mein Anspruch eigentlich an 60 München auch, an alle, die daran beteiligt sind, an Funktionäre, an Geschäftsführer, an Trainer, und dann sind wir schon beim Thema auch, eben dieses 0:1 gestern, das kann ich nicht nachvollziehen, denn es war ja Ulm kein überragender Gegner, die sind zwar momentan Zweiter, aber Drittliga-Fußball ist keine Atomwissenschaft, wie es auch immer wieder dargestellt wird. Fußball ist einfach, vor allem Drittliga-Fußball ist einfach, und das muss ich eigentlich schon auch dann verlangen können von den Spielern, vor allem auch, aber auch vom Trainer, dass die eine Mannschaft auf den Platz bringen, die einfach erfolgreich ist für 60 München. Und mit dieser Power im Rücken, 8.500 Auswärtsfans. Also ich war nur Amateurfußballer, ein popliger Amateurfußballer, aber 8.500 Auswärtsfans hinter sich zu haben, da musst du laufen können ohne Ende. Ja? Und dann sieht man so eine Leistung wie gestern in Ulm, eine Torschuss in 96 Minuten. Also Freunde, das ist viel zu wenig. Die Senolaho kläglich vergeben hat. Gegen eine kläglich, Tobi, stopp. Also kläglich ist für mich was anderes. Also man darf das nicht abwerten. Das war ein ordentlicher Schuss, ja, der gehalten wurde vom Torwart. Also kläglich ist was anderes. Ah, sorry, ich meinte die Gelegenheit, wo er eigentlich hätte querlegen können oder selber schießen. Ja, aber das war ja nicht die Chance, sondern die Chance meine ich, dass seinen Schuss aus 18 Metern, die wurde gut vom Torwart gehalten, von Ortak. Das war die einzige Chance für mich, die es gestern im Spiel zu sehen gab. Und ansonsten muss ich ehrlich sagen, lieber den Mantel des Schweigens über diese Löwenleistung. Absolut. Das war gegen eine sehr, sehr biedere Mannschaft. Das SSV Ulm, das muss man so deutlich sagen. Ich möchte denen nichts wegnehmen, um Gottes Willen. Gratulation zu Platz 2, Gratulation zum Aufstieg, Gratulation zur ausverkauften Kulisse. Aber das kann nicht der Anspruch von 60 München sein, dieser Gegner. Und das passt eben ganz gut auch zu diesem Facebook-Post. Also 60 München hat nicht gewirkt wie eine Mannschaft gestern, planlos, ziellos, kein Engagement, keine Laufbereitschaft, es hat alles gefehlt, es war ein aufgeschreckter Hühnerhaufen mit einem Kapitän, der einzige war, der eine Normalleistung gebracht hat, Jesper Verlaat, der Rest, Olli, da bin ich auch bei dir,
hat einfach nur noch die Note 5 und 6 verdient, gestern bei 60 München, deswegen können wir uns die Bewertung auch komplett schenken. Du gibst Jesper Verlaat eine 2, ich gebe ihm die 3, aber der Rest kommt nicht mit unter 5 und 6 davon. Also das war wirklich eine bodenlose Frechheit, was da gestern gespielt wurde, das muss man auch so deutlich mal sagen. Aber was mich dann noch mehr erschreckt hat, Olli, das ist Wahnsinn. Jesper Verlaat, okay, der hat Selbstkritik geübt im Interview, der hat gesagt, so können wir nicht spielen, wir können auch nicht so nach vorne spielen mit der Brechstange, mit dem Kopf durch die Wand, das geht nicht, das funktioniert nicht, vor allem der Spielaufbau, der da von hinten stattgefunden hat, dass wir immer einmal den Ball nach vorne schlagen und der ist dann immer beim gegnerischen Torwart gelandet. Also Jesper Verlaat hat super Kritik geübt, was allerdings Maurizio Jacobacci nicht getan hat. Und da sind wir beim Thema. Der hat, Zitat, gesagt, die Mannschaft macht Fortschritte. Das ist schon der erste Wahnsinn. Heute haben wir sehr viel, sehr gut gemacht. Das ist eine interessante Sichtweise. Dann habe ich überhaupt keine Ahnung, Olli. Maurizio Jacobacci muss sich jetzt auch mal selber in die Pflicht nehmen. Ja, ich mag ihn, er ist ein super Mensch und der wirklich alles gibt, der zu einem sehr, sehr schwierigen Zeitpunkt zu 60 München gewechselt ist. Er hat selber gesagt, nach 8 Spieltagen kann man mal Bilanz ziehen. Ja, die Bilanz war damals oder war bis vor diesem letzten Spieltag eben 4 Siege, 4 Niederlagen. Jetzt ist es so, 4 Siege, 5 Niederlagen. Und was mich einfach maßlos ärgert, eben sind, dass er sich eigentlich selbst eine Falle gelegt hat auch irgendwie. Er hat die Mannschaft grundlegend verändert. Das heißt für mich, er hat einen Herzspieler, einen Mentalitätsspieler wie Fabian Greilinger rausgenommen, was ich nicht verstehen kann. Ich bin jetzt ehrlich kein großer Fan von Fabian Greilinger, aber was ich bei ihm einfach sehr sympathisch finde, ist einfach sein Herzblut, sein Eifer, sein Wille. Ja, und das sind einfach Merkmale, die du in der dritten Liga brauchst. Ja, und dann bringt er, auf der anderen Seite bringt er einen Spieler, den er natürlich verpflichtet hat, wie Marlon Frey, der für mich jetzt in der Vorbereitung einer der besten Spieler war, aber seine Qualität, die er zweifellos auch hat, ja, ich meine, er hat mal Bundesliga gespielt, bei Bayer Leverkusen, und es ist nicht die schlechteste Adresse im deutschen Fußball, das wissen wir auch, aber er bringt sein Niveau nicht auf den Platz. Und dass er den Spieler wieder reinnimmt in die Mannschaft, ja, das kann ich nicht nachvollziehen. Und es war schon nach 15 Minuten ganz klar ersichtlich, dass es nicht passt im zentralen Mittelfeld. Ja, du hattest null Zweikampfverhalten, du hast einfach das Mittelfeld komplett hergegeben, ja, und deswegen war es dann auch klar, dass du das Spiel am Ende verloren hast, aber gegen keinesfalls einen guten Gegner, ja, die waren sehr, ja, die waren motiviert natürlich gegen 60 München, ist auch klar, Stadion zum ersten Mal seit 23 Jahren ausverkauft, aber bitte, Freunde, also das war das Niveau ungefähr vom VfB Lübeck, ja, und es war ein Aufsteiger, ja, das ist klar, die haben die Aufstiegs-Euphorie, aber 60 München muss eigentlich diesen Flow haben, die haben zweimal in Folge gewonnen, ja, und dann agiert eine Mannschaft wie Kaninchen vor der Schlange, Das macht mich fassungslos. Und was mich noch fassungsloser macht, Tobi, in der 86. Minute wechselt der Trainer offensiv, bringt Bonga und Soleimani. Ja, und Finn Lagmacher sitzt auf der Bank, beziehungsweise kommt gar nicht zum Einsatz. Ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, du musst doch irgendwas machen da vorne drin, dass was passiert, dass vielleicht mal eine Standardsituation irgendwie über den Scheitel rutscht oder sonst irgendwas, aber gar nichts zu machen und erst in der 86. Minute zu wechseln, das kann ich nicht nachvollziehen. Ja. Das kann ich auch nicht nachvollziehen. Da soll noch mal einer sagen, der Kollege Olli Chris ist da nicht emotional dabei bei der Geschichte. Ja, also wie gesagt. Ich kann auch die Spieler nicht verstehen. Ja, die haben eine große Chance. Ich meine, es sind Drittliga-Fußballer, die mit 33, 34 Jahren wieder arbeiten müssen. Ja, die haben die Möglichkeit, vielleicht irgendwann mal wieder aufzusteigen oder beziehungsweise in den richtigen Profifußball aufzusteigen, wo es mehr Geld gibt. Ja, aber die geben sich da der Sache so hin. Ich kann das nicht nachvollziehen. Die haben die Chance, die einmalige Chance, sind Profis. Ja, und sie tun nichts dafür, dass sie klettern in der Erfolgsleiter. Ich bin fassungslos. Wahrscheinlich geht es ihnen zu gut bei 60 München. Wahrscheinlich geht es ihnen zu gut. Das, was mich halt wirklich, wirklich erschreckt, ist die Tatsache, okay, die sind jetzt die letzten zwei Spiele, Ulm ausgeklammert, gelaufen, haben da gekämpft, das hat sich ausgezeichnet, da war ja nichts mehr da gestern, da war ja nichts mehr davon zu erkennen. Die haben mit angezogener Handbremse gespielt. Ob das ein Frei ist, der einfach nicht reinpassen mag in dieses System, so deutlich muss man das sagen, er funktioniert, stand jetzt einfach nicht und ihn dann einfach mit dem Kopf durch die Wand wiederzubringen, das ist völlig daneben. Wer auch überhaupt nicht zündet und nicht funktioniert und den muss man dann einfach in die Pflicht nehmen, ist ein Albi Frenesi. Das ist wirklich erschreckend, was der gestern gespielt hat. Das war eine Frechheit.
Das war eine Unverschämtheit, was der gespielt hat gestern. Alles Gute zum Geburtstag übrigens, aber das geht nicht. Das funktioniert nicht. Du kannst so nicht in der dritten Liga auftreten. Also ich weiß nicht, was das sollte. Und dann, der Junge hat überhaupt kein Selbstvertrauen mehr. Das ist ja, prinzipiell ist es einer der besten Fußballer in der Mannschaft, da brauchen wir gar nicht drüber zu diskutieren, aber er bringt sich nicht mehr auf den Platz, ja, und wenn er sich auf den Platz bringt, dann muss der Trainer reagieren, ja, er muss handeln, ja, und dann tut es mir leid für Albi Frenesi, weil prinzipiell kann der auch zweite Liga spielen, nur er bringt sich auf den Platz. Warum er es nicht mehr funktioniert, warum er kein Selbstvertrauen mehr hat, ich habe im Sommer ganz klar gesagt, ich will an seiner Stelle nicht die Nummer 10 nehmen, wahrscheinlich erdrückt ihm das auch ein bisschen, aber Freunde, hinterher, ich habe es vorher gesagt, ja, das ist nicht die richtige Position für ihn. Er hat zwar jetzt auch gestern mal auf der Außenposition gespielt, aber wenn man Spieler ständig hin und her wechselt, ja, dann kann er sich auch nicht eingrufen auf die Position. Das ist meine Meinung und dazu stehe ich auch. Und das ist jetzt am Ende das Endergebnis, dass der Spieler komplett verunsichert ist. Wer die Schuld hat, mache ich jetzt mein großes Fragezeichen dahinter. Aber 60 braucht eine Mannschaft, die als Einheit auf dem Platz ist. Ja, so wie es in den ersten beiden Spielen war, gegen Waldhof Mannheim und auch gegen den MSV Duisburg und auch in Halle zum Beispiel, wo die Mannschaft wirklich sehr gut funktioniert hat und jetzt zuletzt auch gegen Ferl, das war natürlich ein bisschen glücklich. Man muss ja auch sagen, schau, Ferl zum Beispiel gestern gewinnt 3-1 das Ostwestfalen-Derby gegen Arminia Bielefeld. Also das ist jetzt keine Thekenmannschaft. Ja, also da muss man auch erstmal gewinnen. Natürlich glücklich durch ein Eigentor, keine Frage, aber in der dritten Liga, ja, das ist eine 50-50-Entscheidung prinzipiell. Ja, aber wenn du nicht laufen tust und nicht rennen tust und nicht kämpfen tust, dann hast du ein Problem. Zwei Dinge möchte ich noch anbringen. Zum einen auffällig, also Guttau war Gott sei Dank wieder dabei. Allerdings glaube ich nicht bei 100%. Und logischerweise, wenn Moritz Schröter fehlt, dann fehlt 60 München einfach etwas. Dann geht es einfach nicht mehr so nach vorne. Das ist für mich der Schlüsselspieler in dieser Saison. Wenn der nicht spielt, dann hat 60 ein ganz großes Problem. Das ist das eine, was wirklich absolut auffällig war, finde ich. Und auch da muss man sich dann was einfallen lassen. Und man muss sich vielleicht auch mal wir haben es jetzt ein paar Mal gesagt, auch Gedanken machen in Sachen System. Also dieser Zwarz, ja, klar kriegt er keine Bälle, aber da muss ich mir vielleicht auch mal welche holen. Aber vielleicht könnte ich das Ganze auch günstig umschiffen, ihm einfach einen Nebenmann dahinzustellen mit einem Finn Lakenmacher. Ich weiß nicht, warum man dieses System nicht wählt. Gerade bei einer Mannschaft, die zuletzt 4 Stück kassiert hat. Ulm hat 4 Gegentreffer kassiert am Wochenende davor. Also das ist mir ein absolutes Rätsel, warum man da so drauf beharrt auf dieser taktischen Ausrichtung. Und Tobi, mich interessiert auch kein Ballbesitzfußball in der dritten Liga. In der dritten Liga geht es nur um Punkte und Tore. Punkt, Ende. Also Ballbesitzfußball, was bringt es dir, wenn du mehr Ballbesitz hast, als der Gegner und am Ende verlierst? Das bringt ja gar nichts. Und Fußball in der dritten Liga schön anzuschauen. Also wir wissen es doch aus der Vergangenheit. Wann haben wir schon mal einen schönen Fußball gespielt? In der dritten Liga gibt es keinen schönen Fußball. Zumindest relativ selten, das ist richtig. Zumindest relativ selten. Ja, die Frage, die sich jetzt alle stellen, ist jetzt Dynamo Dresden ein Endspiel für Maurizio Jakobacci? Tobi, diese Frage kann ich natürlich nicht beantworten, weil ich bin nicht im Inner Circle des TSV 1860 München. Nur wenn man sich dann die Bilanz ansieht, ja, also wir haben jetzt 9 Spiele, davon 5 Niederlagen, und wenn eine 6. dazukommen sollte, was ich natürlich nicht hoffe, ich hoffe, dass 60 München wieder den Turnaround schafft. Und man sieht ja auch in der dritten Liga, an Ingolstadt zum Beispiel, 3 Siege in Folge, dann verloren bei Viktoria Köln. Natürlich ist Viktoria Köln ein anderes Kaliber als der SSV Ulm, auch wenn die jetzt momentan hinter Ulm stehen. Aus meiner Sicht, Viktoria Köln ist für mich ein Geheimfavorit. Aber, Freunde, für was spielt 60 München eigentlich Fußball? Ja? Diese Frage muss man sich mal stellen. Für den 10., 8., 6., 4. Platz in der dritten Liga. Wir reden von der dritten Liga. Also wir gehören nicht zu den besten 36 Mannschaften im deutschen Fußball. Also was will 1860 München eigentlich? Ja, vor allem mit dem Potenzial, dann wird dir auch mal vor Augen geführt, dass hier ein Regionalliga-Aufsteiger, dass der einfach mal mehr Zuschauer ins Stadion bekommt als du selbst. Also von stetig aufwärts
Vor allem, da passiert ja auch gar nichts. Das sind die infrastrukturellen Probleme von 60 München, aber da drehen wir uns im Kreis, weil ich weiß nicht, was die eigentlich, was die für eine Software haben, diese Leute. Ich weiß es natürlich schon, aber man kann es ja nicht so aussprechen, leider. Ja? Das ist Wahnsinn. Also, ich weiß nicht, hier geht es ja nur um Pöstchen bei 60 München, aber hier geht es nicht um Erfolg. Fußball oder beziehungsweise Sport ist in erster Linie auch Erfolg haben und nicht nur diese Olympiamentalität, Hauptsache dabei sein. Ne? Das ist nicht mein Ding, sorry. Ja, das ist auch nicht mein Ding. 60 München Dritter auf der Stelle. Das war wirklich die Aussagen dann von Jakobacci, eine absolute Bankrotterklärung. Also ich hätte alles verstanden, wenn er draufgehauen hätte, wenn er gesagt hätte, das geht so nicht, mir ist nicht mit der Leistung einverstanden. Aber zu sagen, dass die Mannschaft Fortschritte macht, ist tatsächlich echt hart bei so einer Partie. Ja, und das sorgt natürlich wieder für mächtig Unruhe bei 60 München jetzt. Die Hoffnung ist sehr, sehr gering, dass da irgendwie ansatzweise was gehen kann, so unkonstant wie 60 in dieser Saison spielt. Und eins ist mir noch aufgefallen, Olli, und da muss ich sagen, vielleicht interpretiere ich zu viel rein, ich weiß es nicht, aber das war schon, das hat mir zu denken gegeben, so würde ich es jetzt einfach mal formulieren. Maurizio Jacobacci hat eine sehr emotionale Ansprache im Kreis gehalten, im Spielerkreis, und die Kameras haben da direkt drauf gehalten. Und die Spieler haben eigentlich fast alle weggeguckt und alle komplett mit einem leeren Blick sich das Ganze reingezogen. Also so eine richtige Entschlossenheit oder ein Feuer in den Augen bei dieser Ansprache habe ich da auch nicht gesehen. Klar, du verlierst 0-1 in Ulm, aber wenn der Trainer da das Rumpelstilzchen macht im Kreis und es ist denen eigentlich fast egal, also das ist mir schon aufgefallen. Das hat sehr komisch also gesehen. Tobi, ich habe die Bilder nicht gesehen, aber das würde ich nicht überinterpretieren jetzt, weil wer mal Fußball gespielt hat, weiß, wenn du verlierst und dann auch noch in einer kläglichen Leistung, da hast du auf nichts mehr Bock. Ja? Da hast du weder auf dein Umfeld Bock, auf dein privates Umfeld, da willst du am liebsten allein sein. Und so haben sie die Spieler auch geführt. Da muss ich die Spieler jetzt schon in Schutz nehmen, auch den Trainer. Also das sind einfach dann, da ist man leer im Kopf, ja, weil man selber weiß, man hat eine scheiß Leistung auf dem Rasen mehr oder weniger in Anführungszeichen gezaubert und da ist man unzufrieden mit sich selbst, da sucht man die Schuldigen in jedem anderen, aber nee, also da würde ich jetzt nicht so viel reininterpretieren in die ganze Geschichte, Tobi. Wie gesagt, da ist einfach komplette Leere im Kopf und dass man da nur vielleicht mit einem Ohr hinhört, das ist auch normal, aus meiner Sicht zumindest. Ja, also klar, wir haben es die letzten zwei Siege gesehen. Man ist recht schnell wieder oben dran, weil diese Liga völlig gaga ist und unkonstant ist. Ja, das mag sein, aber du musst einfach mal ein bisschen Konstanz reinbringen, wenn du da vorne hinschmecken möchtest. Und so eine Leistung wie gestern in Ulm, die geht einfach überhaupt nicht. Ich war bei der letzten Niederlage in Ulm damals noch dabei. Das war allerdings noch in der Bundesliga. Das war noch ein bisschen anderes Niveau. Das Spiel konnte man sich gestern eigentlich überhaupt nicht anschauen, weil es so grausam war. Ich weiß nicht, was du dem Spiel für eine Note gegeben hast, aber das kann eigentlich nur ein Punkt gewesen sein. Ich habe ihm gerade noch eine 4,5 gegeben, weil es, wie gesagt, es war Not gegen Elend, aber trotzdem habe ich auch, wie zum Beispiel jetzt Jesper Verlaat, der hat mir schon gefallen mit seinem Einsatz. Also da hast du bei ihm hast du gemerkt, der wollte nicht verlieren, ja. Also der hat alles dafür getan, der hat sich dann mal in den Angriff auch mit eingeschaltet, also der wollte alles dafür tun, dass 60 am Ende vielleicht noch einen Punkt mitnimmt, ja, aber das kann ich von dem einen oder anderen leider nicht behaupten. Ja, so ist das und so geht es jetzt gegen Dynamo Dresden, ja, die haben auch eine Klatsche kassiert am Wochenende. Also viele, viele Aspekte fallen mir nicht ein, warum 60 München dieses Spiel gewinnen sollte, um ehrlich zu sein. Also da ist mir schon ein bisschen bange vor dieser Partie. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja, ich kann mich an Siege gegen Dynamo Dresden erinnern, aber auch natürlich an ärgerliche Niederlagen gegen Dynamo Dresden. Ja, und es ist schon jetzt so ein kleiner Charaktertest auch für 60 München, weil, Freunde, es kann nicht so weitergehen. Dass man zwei Spiele mal gewinnt, dass man wieder mal drei verliert. Also für was spielt ihr eigentlich Fußball? Klar kann nicht jeder Erster werden oder Zweiter werden. Aber nochmal, die Marke ist immer noch relativ groß, ja, sage ich mal so. Aber wenn man bei 60 München einen Vertrag unterschreibt,
dann weiß man, dass man nicht einen Vertrag für Platz 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 unterschreibt, sondern dass man möglichst diesen Verein wieder zurück in den Profifußball bringt. Und für mich, ich wiederhole mich da gern, ist Profifußball eben zweite und erste Liga und nicht die dritte Liga, weil die ist für mich semi-professionell, wird vor allem vom Magenta Sport, ist für mich eine Marketingliga, ja, und wo viele oder zweite Mannschaften hier mitspielen, wie der SC Freiburg zum Beispiel oder Borussia Dortmund 2. Ja, und wenn man sich dann mit zweiten Mannschaften messen muss, ja, das ist ja eigentlich auch eigentlich eine Majestätsbeleidigung. Das ist eine Höchststrafe von der Traditionsverein. Ja, eigentlich schon. Gut, ich durfte früher dann schon mal gegen Unterhaching 2 spielen oder gegen 60 München 2 spielen. Das war natürlich was anderes, klar, weil das waren Profivereine. Aber wenn du als Amateurspieler da gegen solche Mannschaften spielen kannst, dann ist es natürlich was Besonderes. Vor allem, wenn es dein Lieblingsverein dann auch ist, auch klar. Aber gegen zweite Mannschaft zu spielen als Profi, ja, also das kann nicht der Anspruch eines Fußballers sein, dass man dann gegen so Mannschaften spielen muss, dann vor 2000 Zuschauern in Dortmund, im Stadion Rote Erde zum Beispiel. Also Freunde, ihr habt hier eine einmalige Chance, hier eine Marke, eine Spur bei 60 München zu hinterlassen. Aber wenn man dann am Ende um Platz 10 spielt, das ist also ja, ist eher peinlich für mich zumindest. Ja, und ich hoffe, Maurizio Jacobacci hat... nach dem, was er gestern gesagt hat, heute begriffen, bei welchem Verein er mittlerweile gelandet ist, weil gestern hatte ich nicht den Eindruck, solche Sätze kannst du bei so einem Verein nach so einem Spiel definitiv nicht sagen. Vor allem, Tobi, entschuldige, dass ich dich unterbreche, aber es muss das Leistungsprinzip zählen, ja, und da können alle 24, 28 Spieler dazu, wenn einer nicht performt, wie jetzt Marlon Frey zum Beispiel, ja, dann darf der nicht in der Startelf auflaufen. Und da muss ich dich jetzt unterbrechen, Olli. Das Leistungsprinzip ist logisch, ja. Was hat's geheißen bei Mansour Urotagba letztes Jahr? Hoffentlich könnt ihr den halten. Der hat eine Wahnsinnszukunft vor sich. Den haben sie jetzt aufs Abstellgleis geschoben. Also das ist auch irgendwie recht seltsam. Dann kann ich doch mal so einen Jungen bringen, wenn schon nichts anders funktioniert, oder? Ja gut, die Innereien kenne ich jetzt da nicht. Prinzipiell hat der Junge für mich Talent, hat er ja bei seinem Einsatz damals in Saarbrücken gezeigt. Ja, der war sehr aktiv auf der linken Seite und jetzt kommt er nicht mehr als Stammspieler bei der U21 dran. Also ich weiß nicht, was da los ist. Ja, ich sehe den nicht im Training bei der U21. Der ist ja momentan gar nicht bei den Profis dabei. Also da kann ich nicht so richtig reinblicken, was die Gründe sind, warum der jetzt einfach mal so abserviert wurde. Natürlich muss man sich erstmal bei der zweiten seine Sporen verdienen, ja, dass man dann eben für höhere Aufgaben sich qualifiziert. Aber ich glaube nicht, dass er jetzt zum Beispiel schlechter ist als ein Bonga zum Beispiel. Das kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen, auch wenn Bonga schon erste Liga gespielt hat. Aber ich rede jetzt vom momentanen Niveau eben. Ja. Und dass er momentan schlecht ist, also das kann ich mir nicht vorstellen. Und ja, und der Trainer muss jetzt einfach die besten 11 spielen lassen. Natürlich ist es bitter, dass jemand Starke ausfällt, dass jemand Schröter ausfällt, dass der Steiner seit Wochen fehlt. Keine Frage, aber trotzdem, deswegen habe ich die Möglichkeit, einen Kader aufzubauen nach meinem Gusto. Ja. Natürlich war die Sommervorbereitung schwierig. Wir kennen die Problematik. Ja. 60 hatte kein Geld zur Verfügung, musste 18 Spieler insgesamt dann am Ende gehen lassen. Ja. Das ist schon ein Pfund. Ja. Und man sieht es ja auch an Arminia Bielefeld. So einfach ist ein Umbruch nicht. Ja. Aber bei 60 kam man noch dazu, dass eben kein Geld zur Verfügung war, dass 60 erst relativ spät begonnen hat, hier eben einzukaufen, in Anführungszeichen. Also das war nicht alles optimal, es war nichts vorbereitet, ja, und da muss man auch mal fragen, auch mal einen Appell an die beiden Gesellschafter richten. Was wollt ihr eigentlich? Ja, also der e.V., also mit Robert Reising an der Spitze, sagt also Konsolidierungskurs, nicht mehr Geld ausgeben, als man einnimmt. Genau daran hat sich eben die andere Seite auch gehalten, ja, und dass man dann nicht aktiv werden kann auf dem Transfermarkt. Das ist dann auch logisch. Ja? Man konnte dann erst aktiv werden, wie die Gelder da waren. Also die Dauerkarten zum Beispiel. Ja? Und das ist das Problem bei 60 München. Aber wenn man nicht miteinander redet, wie es eben die Hamm-Seite und der e.V. machen, ja, dann ist klar, dann drehen wir uns im Kreis die nächsten 10 Jahre. Ja, so sieht das aus. Also das ist auch meine wahrscheinlichste Vermutung, wie das ablaufen wird. Wir schließen. Und das ist wirklich ein Zufall gerade. Es ist gerade bei mir aufgeploppt, eine Nachricht von einem Fan, gerade vor einer Minute. Wir schließen mit einem Zitat, zitiere: Einige haben nicht verstanden, was 1860 München bedeutet. Das war's von uns, von Radis Erben. Nach der Partie gegen Dresden sind wir wieder für euch da. Abonniert uns, liked uns. Bis bald. Servus.